Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und andere News auch. Mit mir dem Herrn gleich. So, jetzt schauen wir doch einfach mal rein. Ah, wir haben eine News schon mal. Da geht es um das Driftboard. Ja, und das Driftboard. So, lass mal gucken hier. Lass mal jucken. Das ist das Ding hier. So, schauen wir mal da rein. Und das ist dieses Teil hier. Muss ich mal ein bisschen größer machen. Vater, da blickst du gar nicht mehr durch hier. So. So, machen wir ein bisschen breiter. Bisschen breiter. So. Oh. Vielleicht ein bisschen zu groß. So. Ja. Epic Games. Die haben jetzt gesagt, dass nach 2 Monaten Verspätung endlich das Driftboard ins Spiel kommt. Und tatsächlich, es stimmt. Man kann es heute hier im. Hier, man kann es heute sehen. Da. Guckt mal da rein. News. Zack. Da rechts, jawohl, ja Wahnsinn. Da rechts ist Styling and Profiling, Mobility Style Flair. Put your own spin on the game with a new limited time Driftboard. So, und da lesen wir auch schon das erste Limited Time. Also das heißt, jetzt haben wir so lange auf das Ding gewartet und jetzt wird es sowieso nur für eine bestimmte Zeit im Spiel sein. Ja, okay. So, dann gucken wir mal hier. Im Dezember 2018, da ist dann noch zum Schluss, also kurz vor Live-Schaltung, noch ein Bug aufgefallen. Und ja, seitdem hat man davon nichts mehr gehört, von dem Ding. Und jetzt soll es endlich kommen und ich freue mich riesig, weil ich glaube, das könnte echt ganz cool werden, mit dem Teil die Berge runterzufahren. Ich vermute mal, dass das sowas ist, wie wenn du Eis an den Schuhen hast. Aber wird bestimmt cool werden, das Ding. Also das glaube ich schon irgendwie. So, dann sind wir jetzt hier auch soweit erstmal durch. Dann gehen wir direkt in den Item-Shop rein. Nein, wir gucken zuerst in den Store rein, weil hier haben wir etwas ganz Interessantes, den Fallen Love Ranger für 19,99 und hast einmal die Flügel da hinten, dann der gefallene Liebesranger, der gefallene Engel, also quasi der Teufel, deswegen hat er die Hörnchen aufbekommen. Fallen Love Ranger Challenges. Dann gibt es 14 tägliche Challenges. Was? 14 tägliche Challenges und du kannst damit 20, also 2000 V-Bucks bekommen, gewinnen. Und 2000 V-Bucks, ja, das sind 20 Euro. Ja. So, sorry, jetzt ist das Ding hier runtergefallen, das Mikrofon. Das sind 20 Euro. Ja. Ja, also sprich, eigentlich kriegst du 20 Euro fürs Spiel und kriegst den dann noch gleichzeitig mitgeschenkt. Ja. So. Der Fallen Liebesranger. Dann gehen wir mal in den alten Shop rein. Also ich finde, das Ding sieht auf jeden Fall mega cool aus und von mir kriegt er 10 von 10. Der Fallen Love Ranger. So, jetzt gehen wir in den alten Shop rein. Jetzt haben wir hier wieder das komische Teil da, was ich ja gestern schon bewertet habe. Wir können aber jetzt mal gucken, ob es inzwischen denn schon irgendwelche Benotungen zu dem Ding da gibt. Also gestern waren sie ja sehr grottig. Und zu Recht, das muss man auch mal so sagen, ja. Und hier haben wir jetzt hat sich's ein bisschen relativiert. 3,27 von 5 bei 15 Votes. Da haben sich ein paar gesagt, nee, das geht gar nicht, ich finde den total klasse, das ist ein super, ja. Könnt ihr dem einen von 10 geben, hier einen von 5, ja, wie ich da bin, und hier muss ich gleich mal 5 Stück draufklatschen. So, das Ding sieht scheiße aus, fertig. So, also, dann haben wir hier den Ice Pop. Und der Ice Pop
hat jetzt inzwischen schon diese Note 4,57 von 5 bei 7 Votes. Und dann haben wir hier den Ice Cream Cruiser. Und der Ice Cream Cruiser hat... Na, was hat er denn? 4 von 5 bei 11 Votes. Dann sind wir damit auch schon durch. Jetzt kommt ein neuer Gleiter und das ist der Extra Cheese. Das Ding macht mich ja jetzt schon verrückt. Der Exeroni, also zwei Exeronis quasi darunter, dann so eine, so Pizzakartons mit zwei Pizzen drin. Wenn man die zusammenklappt, dann sieht das wahrscheinlich so aus wie das da. Und der Gleiter, ja, gucken wir uns mal an, wie er sich aufbaut. Der Pizzakarton kommt angeflogen, geht auf, dann kommen die Exeroni. Wo sind denn eigentlich die Exeronis am Anfang? Die sind noch gar nicht zu sehen. Ja. Also mich würde dieses Gewabbel, Double, Double, Double da oben total Meschugge machen. Deswegen kriegt er von mir 5 von 10. Also, das macht mich total Meschugge, das Ding da. Ja, so. Wo haben wir denn den? Der Extra Cheese. Extra Käse. So, Extra Käse ist das hier mit 3,33 von 5 bei 3 Votes momentan. Extra Käse. Aber ein Tomato Head. Und ihr wisst, ich weiß, Tim the Ted spielt den auch zum Beispiel, und zwar in dieser Version. Ich finde den Tomato Head schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, er ist hammer beliebt. Er ist mega beliebt. Ich finde den grausam. Von mir kriegt er nur 2 von 10. Und ich weiß auch, dass es dafür wieder Daumen nach unten hageln wird, aber das ist mir in der Situation dann wurscht, weil ich muss den nicht mögen. Ja. So, 4,18 von 5 bei 67 Votes. 139 Reminders. So, also sehr beliebt auf jeden Fall. Dann haben wir den Exeroni. Ja. Ja. 6 von 10 gebe ich dem Ding. Hier haben wir jetzt 3,67 von 5 bei 15 Votes. Und dann sind wir auch schon wieder beim Extra Cheese. Dann haben wir den Cloaked Star. Und den finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Und der Cloaked Star kriegt von mir 7 von 10. Und da haben wir aktuell 3,79 von 5 bei 56 Votes. 199 Reminders. Ja, das ist der Work It Out und der Work It Out kriegt von mir 7 von 10. Hier haben wir aktuell 3,71 von 5 bei 21 Votes. Dann haben wir den Dark Glyph. Ja, wenn er sich aufbaut, sieht er schon ganz cool aus, aber es ist eben ein Standardgleiter. Kriegt von mir 5 von 10 der Dark Glyph, 6 von 10. 6 von 10 der Dark Glyph. Hier haben wir 4,61 von 5 bei 31 Votes. So, sieht schon, wenn er sich aufbaut, sieht das schon cool aus, ne? Ja. Dance Therapy. Dance
Therapy kriegt von mir 8 von 10. So, hier haben wir 4,44 von 5 bei 41 Votes, 176 Reminders. Dann haben wir den Lightshow noch. 6 von 10 kriegt der Lightshow von mir. Und da haben, da haben wir 2,5 von 5 bei 20 Votes, 22 Reminders. Dann haben wir noch die Icicle, und die finde ich nicht schön, kriegt von mir 4 von 10. Ich weiß auch nicht, also der Herr Sofort mag die auch voll gerne. Ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht, kann es gar nicht nachvollziehen. Ich finde die überhaupt nicht schön. Aber gut, das ist Geschmackssache. Und hier sind die Noten. 4,37 von 5 bei 27 Votes. 14. Dezember 2018 ist das Motto gewesen. 34 mit meiner. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, auch wenn ich nicht so bewerte, wie es die breite Masse gerne macht, aber dann könnt ihr ja, also wenn ich genauso bewerten würde, wie es alle anderen machen, dann wäre es doch langweilig, oder? Also dann würde es ja gar keinen Sinn machen. Ich bewerte eben so, wie ich das denke, wie ich die Dinge finde. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.